Was aber halb so wild ist, weil wir können ja über unseren Handelsposten uns auch noch Geld beschaffen später. Indem wir... Ja, eigentlich hauptsächlich Ringe und... Klamotten verkaufen. So, Wolverine hockt immer noch auf dem Trockenen irgendwie. Aber eigentlich müsste er ja an Eisen und Gold rankommen, um Truppen auszubilden. Siegpunkt verloren. Mhm. Aber nur gerade so. Sollten wir gleich wieder kriegen. Befestigungsausbau beendet. Oder auch nicht. So, aber wir haben schon mal hier Befestigung. Das heißt, Wolverine kann nicht einfach so bei uns reinlatschen. Diesen bräuchten wir 6. Für diesen bräuchten wir auch 6. Oh, ich dachte, da hätte sich was bewegt. Und arbeitet unser Köhler? Nein, die Goldbergwerke arbeiten jetzt als nächstes. Sagen wir so, mit dem Gold, was ich kriege und auch der Nahrung, die ich gerade habe, könnte ich einen einfachen Goldschmied noch einstellen. Ganz ehrlich. So, Köhlerei ist fertig. So, kein Güteraustausch. Wir holen uns jetzt mal durch Bekehrung, da wir eh so viel Nahrung haben, die beiden Sektoren. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Oh, Matthäus kämpft auch schon wieder. So, den einen Pikinier können wir locker ersetzen. Und ja, den da würde ich auch gern bekehren. So, erstmal den Punkt einnehmen. Und ja, es ist schon komisch, dass Wolverine gerade gar keine Intention hat, irgendwas zu unternehmen.
Allerdings sitzt er auch nur hinter Holzverteidigung. Also ich könnte ihn, wenn ich Kanonen hätte, ziemlich leicht angreifen. So, einer wird noch gebraucht. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, das erstmal und dann... Direkt hinter der Kaserne können wir nichts bauen. Das ist doof. Wenn ich so ein Ding einreiße, dann verliere ich aber auch Prestige, ist das blöde. So, den Dinger nehmen wir ein. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Für den bräuchten wir auch nochmal 6 Mönche. Ich glaube, den holen wir uns so. Sobald wir hier... ...zwei Lagerhäuser errichtet haben. Und hier... ...Steinbruch. Ich mir jetzt erstmal den Spezialsektor bekehren. Ja, ich habe die ja schon zur Verfügung gestellt. Gut. Wobei ich vielleicht erstmal mich um die Geisterarmee kümmern sollte. Aber für die bräuchte ich Pferde, habe ich gesagt. Pferde bräuchte ich Weizen und Wasser. Na komm, Wolverwing ist noch ein ganzes Stück weit weg von uns. Also werden wir erstmal mit Gewalt den Sektor einnehmen, so kriegen wir auch den Prestigepunkt, den ich gerne hätte, um den Geologen freizuschalten. Da sollten wir auch wirklich mit unserem Handelsembargo beginnen. Also ja, es gibt auch, wie man sehen kann, Punkte mit Schatztruhen jetzt. Dort kriegen wir... Also hier kriegen wir keine Handelsrouten, sondern Belohnungen. Könnten wir dann auch machen. Also erstmal hier runter, würde ich sagen. Gold gegen Fisch wäre auch keine schlechte Idee. Gold gegen Bretter. Aber ja, die beiden Siegpunktfelder fehlen noch. Gab es nämlich eins in Australien und eins in Nordamerika. Ihr habt eine Schlacht gewonnen, sehr gut.
Ja, Technologie. Handel sind wir alle auf Null. Königreich, Militär schwanken wir. Ein bisschen. Verpflegung stehen wir ganz gut da. Oh ja, da fällt mir ein, hier gibt's Fisch. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Jagdwild. So, und hier wollte ich meine Händlergilde errichten. So. Und jetzt können wir den Geologen endlich mal... So, die beiden auf Geologie. Ja, einen auf Geologie. Und sobald wir hier genug Ressourcen wieder drin haben, gucken wir, dass wir einen auf Geologie und einen auf was anderes haben. Und ja, wir brauchen einen Prestigepunkt, um unsere Lagerhäuser auszubauen. Kommt, holt euch mal Münzen. Du ziehst dich wieder nach dahin zurück. Jetzt, wo wir hier den Punkt haben. Und ja, hier wie gesagt... Eisenbergwerke. Eisenschmelze und... Hier tun wir gleich mal doppelmoppeln. Zwei Brunnen errichten. Zwei Schäferhütten errichten. Ein Weber. Und einen Schneider. So. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Oh, wir haben auch noch eine Belohnung. Wieder das Übliche erstmal. Also ja, eigentlich hätten wir dann unsere 5 Punkte zusammen. Außer wir schaffen es, dem Bischof noch den Sonnenkönig. Wobei, das könnten wir auch noch schaffen, ihm den Sonnenkönig abzuheimsen. So, wir haben jetzt jede Menge Zeug, das gebaut werden muss.
Und wenn ich leider so auf die Uhr gucke, ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Also muss ich speichern. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder.